Liebe Mitmenschen, es ist heute der 15. August 2023, Maria Himmelfahrt. Es ist absolut notwendig, heute diesen Tag besonders bewusst zu erleben. Die Marienqualität ist jetzt von absolut entscheidender Bedeutung. Sie ist die Mutter auch als Vertreterin der Mutter Erde, hier, wo sich alles abspielt, was den Menschen ausmacht. Jetzt noch ein Rückblick auf den 12. August, den vergangenen Samstag, den ich ja auch als wichtig erachtet hatte für ein Seminar, um Landschaften zu heilen. Und es ging darum, globale Macht- und Kraftzentren anzusprechen. Wir wurden hingeführt zu Rammstein. Ich bin in mich gegangen, habe gesehen, wie wichtig das war. Und da sieht man eben eindrücklich die Wirksamkeit von Humisal, von den darin wirkenden Kräften, Wesenheiten, die uns sicher führen durch diese wirre, irre Zeit. Das heißt nicht, die Zeit ist wirre und irre, sondern im Prinzip ein Großteil der Menschheit. Verwirrt, orientierungslos. Und dann wurde mir bewusst, als Rammstein, als das zentrale Thema auftauchte, dass wir zuerst vor der eigenen Haustüre aufzuräumen haben. Einerseits im Persönlichen, im Familiären, im Beruflichen, wie auch im Unternehmensbereich. Und als Rammstein auftauchte, dann tauchte auf, wie wenn hier ein Geschwür auf deutschem Boden errichtet wurde, inmitten auch der Rheinwiesenlager. Darum kann ich denjenigen nicht verstehen, der nur die Rheinwiesenlager nennt. Ihr wisst, wen ich meine. Warum er nicht auch Rammstein nennt und wenn er so viel für die Deutschen übrig hat, warum er nicht Rammstein auflöst. Er hätte doch die Macht dazu. Und warum auch Rammstein ausgerechnet am Rhein ist, am Vater Rhein. Ich habe es ja schon mal gesagt, der Osten beginnt laut Rudolf Steiner am Rhein. Und dieses Geschwür Rammstein, das gilt es jetzt zu bearbeiten. Und der Vorteil unserer Arbeit am Mörlehof und in Verbindung mit Humisal ist, von unten her den Boden zu bereiten, Humus zu erzeugen. Und ich sehe das so, dass überall, wo diese Humisalerde ausgebracht wird und die Silberlinge, das ist einerseits wie eine Quelle und auch wie eine Art Magma. Also wenn man das so sieht, wie die Erdkruste dann aufbricht und dann die Magma, also diese Risse sozusagen auffüllt und dann hochkommt. Und so ist es auch in Bezug auf Rammstein, dass wir durch die Heilung dieser Erde dort eben dieses Magma, diese christliche Kraft
auftauchen lassen und überall, wo in irgendeiner Form diese Humisalerde und die Humisalsilberlinge ausgebracht werden, da entsteht diese Quelle. Gebannte Elementarwesen, die zu einem großen Teil zurückgehen, bis auf Karl den Großen im Zuge der Christianisierung, wo diese Elementarwesen, die uns unterstützenden Elementarwesen, helfenden, gebannt wurden und im Laufe der Zeit immer noch mehr gebannt wurden, wo jetzt eine Kruste drüber war und wir die aufbrechen. Und wenn wir diese Kruste aufbrechen und eine Beziehung bekommen zu diesem Magma, zu diesem Christuslicht in der Erde, auch verkörpert durch die Maria, wir im Herzen den Christus in uns aktivieren, dann haben wir eine enorme Grundlage. Und dann mit deren Hilfe und auch mit Hilfe des Kosmos können wir unser Karma mit Leichtigkeit auflösen, mit einer Freude, wo sich Freude und Leid begegnen. Denn viele Menschen haben Bedenken, wenn sie Karma-Arbeit betreiben, was da alles hochkommen kann. Der Vorteil mit Humisal ist, dass wir diese Dinge gelassen in Empfang nehmen und bearbeiten können mit einer unglaublichen Intensität. Und das ist das Einzigartige an Humisal. Und gerade heute an Maria Himmelfahrt, da ist es wichtig, sich dieser Dinge bewusst zu werden, wo auch die Kräuterweihe stattfindet, die Kräuterbuschen geweiht werden. Und ich werde ein Treffen organisieren in und rum um Ramstein, damit auch der physische Weg beschritten wird von mir und von denjenigen, die dann dabei sein werden. Dazu brauchen wir etwa 40 bis 50 Menschen. Wer jetzt schon Interesse hat, daran teilzunehmen, darf sich gerne melden unter seminare@humisal.de. Aber bitte, auch hier möchte ich bodenständige Menschen sehen, die aktiv im Leben drinstehen und ihr Leben gut in der Hand haben, Energie bringen und keine Energiesauger. Hier braucht es wirklich Energie. Und da wurde mir nochmal bewusst, was ich herausgefordert habe am 14. Januar diesen Jahres mit der Postulierung des Weltfriedens, der erreicht sein soll bis am 29. September 2023. Wie viel wir davon erreicht haben werden, wissen wir nicht, aber wir legen uns ins Zeug und durch diese Führung, dass wir jetzt so hingeführt wurden an diesen Ort, zeigt, wie hier himmlische und irdische Kräfte und Wesenheiten mitwirken, die in Humisal vereinigt sind. Und dieses Bündnis zwischen Mensch und diesen Mächten ist unglaublich stark und damit können wir Großes und Größtes bewirken, weil wir geführt werden. Das hat sich jetzt gezeigt. Und jetzt war auch ganz klar, warum der 12. August so wichtig war. Als Vorbereitung für heute Maria Himmelfahrt. Und mir hat mal jemand gesagt, wenn man ein Projekt beginnen will, dann soll man das erst nach Christi Himmelfahrt beginnen, weil dann auch die fördernden Kräfte alle mit dabei sind. Und ich ergänze, und nach Maria Himmelfahrt, da haben wir beide zur Verfügung, den Christus und die Maria. Und darum ist eben dieser August, gerade dieses Jahr, so wichtig.
dass wir hier so gut wie möglich einerseits unsere Schattenseiten angehen, andererseits aber auch zeigen, sagen und tun, wohin die Reise gehen soll. Am kommenden Samstag werden wir dann der deutschen und auch global wirkenden Helden gedenken. Diejenigen, die sich in der geistigen Welt befinden, aber auch diejenigen werden wir mit einbeziehen, die heute aktiv sind. Und da hat sich jetzt schon ein Mensch angemeldet, der höchst aktiv ist, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und ich freue mich auf eine zahlreiche Schar bodenständiger, herzhafter Menschen, die Energie bringen und wir diese Energie aussenden können. Noch etwas. Am Samstag, den 12. August, wir wurden beobachtet von Wesenheiten, nicht von Dunklen, sondern von Wesenheiten, die einen Auftrag wollten, damit sie wirken können. Einerseits nicht nur erlösen und wahrnehmen, sondern dass sie auch eine Arbeit bekommen, eine Schaffenskraft. Und so haben wir ganz zum Schluss ihnen auch Aufträge gegeben und sind dann in Aktion gekommen. Und sie werden weiter aktiv werden. Und beobachtet auch besonders den heutigen Tag, was euch da alles über den Weg läuft. Und meine Frau und ich freuen uns auf den Samstag. Ich habe es noch nicht im Internet reingestellt. Am Sonntag wird wieder ein Frauenseminar sein mit meiner Frau Georgia. Und sie wird selber noch ein Video machen, um eben euch Frauen anzusprechen, wie wichtig ihr seid, auch als Mutter. Und wie ihr euer Leben in die Hand nehmen könnt. Und diese Marienqualität jetzt aktiv angehen könnt. Der Monat August als Vorbereitung für den Monat September. Wir erleben bei jedem Seminar eine Steigerung unserer Kraft, was uns aber auch alle Kraft kostet. Wir bringen diese Kraft auf, weil es jetzt um alles geht. Und wenn wir sie jetzt nicht bringen, dann haben wir eben ausgespielt. Und jetzt ist die Chance sehr groß, hier Großes und Größtes bewirken zu können. Übrigens, das ist unser Kater Jupiter, der auch immer wieder dabei ist bei Transformationsarbeiten. Genauso wie Morley und Luna. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag, ein glückliches Maria Himmelfahrt. Euer Bauer Hubert Mürle.